Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play von Tenchu 2. Und genau, ich habe spontan beschlossen, dass ich heute noch einen dritten Part mache, weil das Rendern ging doch schneller als gedacht und wir haben jetzt erst 17:15 Uhr. Das heißt, ich kriege noch einen Part hin vor dem Feierabend quasi. Und ja, genau. Es gibt eine kleine Sache, die ich jetzt noch verändert habe. Ich habe nämlich einen kleinen Tipp bekommen, und zwar von dem JD1,4K, so heißt der Kanal. Der hat mir einen Qualitätstipp gegeben, und zwar, dass ich mein Video auf 60 FPS rendern sollte, statt 30 FPS. Die Einstellung habe ich jetzt im Fraps mal übernommen. Und werde mal schauen, dass sich das ändert noch später im Camtasia. Weil der hat mir gesagt, da sollen die Videos auf YouTube besser nach oben kommen, also besser angezeigt werden, quasi, wenn man nach dem Video sucht. Und genau, ich danke dir für den netten Tipp. Grüß dich. Und genau, eine andere Sache habe ich noch zu sagen. Ich habe ein paar Abonnenten noch bekommen. Jetzt in den letzten 2 Wochen habe ich 6 Abonnenten bekommen. Das freut mich sehr, dass das doch dieses eine Let's Play hier so viel Feedback dafür bekommen kann. Und ja, danke, danke dafür. So, kurze Ansprache gehalten, aber die musste einfach mal sein zwischendurch. Ich mache jetzt direkt weiter mit dem Spiel. Also Tenchu 2, wir waren ja hier letztes Mal, jetzt stehen wir kurz vor dem Angriff auf das Ninja-Dorf, weil Kagami sich halt den Azumiya Ninja entledigen möchte. Genau, und da würde ich sagen, fangen wir einfach direkt mal an. So, ich bin jetzt hier mit Tatsumaru. Richtig. Ah, da oben sind. Wir sollen jetzt nämlich diese alten Opis da oben killen. Sozusagen. Und ich glaube, die haben auch Items für uns, wa? Wenn ich die kille. So. Genau, da ist schon direkt der nächste. Nee, der hat jetzt nix, aber. So, komm, 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 komm. Yes. So. Aber ich glaube, ein paar hiervon haben sogar. Nee, auch nicht. Ein paar hiervon haben sogar Items. Also hoffe ich zumindest, weil. Die Sache mit den Items hier bei Tatsumaru war doch eher mau in den letzten Parts. Ne? Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall möchte ich jetzt wirklich wenigstens einmal unentdeckt bleiben. Weil das war doch echt fällig, jetzt in den letzten beiden Parts, wer die gesehen hat, wie ich da immer entdeckt wurde. Das ist auch durch entweder Spielfehler oder auch durch eigene Blödheit. Und ja, genau. Dann, da ist der nächste Gegner. Seht ihr den da oben? Genau, diese alten Knacker hier. Oh je, oh je. Naja, gut, schauen wir mal weiter. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, wie soll ich das machen? Ah, ich glaube hier runter und dann. Was? Nein! Hey, wo? Wie kann der mich von da oben sehen? Ah! Hä? Was ist das denn? Was ist das denn für eine? Hey, die kenne ich ja gar nicht mehr. Hallo? Die haben Items! Oh mein Gott, Hilfe! Oh, Dankeschön. Ja, gerade gesagt, ich will unentdeckt bleiben und was passiert? Ich werde entdeckt. Scheiße, ey. Ah, blöd, 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 blöd. Naja. Egal. Ah, aber woher soll ich denn wissen, dass hier noch ein Gegner ist, ey? Das ist doch. So, die haben auf jeden Fall Items. Das habe ich jetzt gesehen. Und ich hoffe, die hat jetzt noch was für uns übrig gelassen. Nee, natürlich nicht. Und wer. Hallo? Was zum. Hier rennt noch irgendwo jemand rum. Hä? Okay. So. Egal, geh hoch. Dann killen wir den hier mal eben. Oh mein Gott, nicht berühren! Ah, shit! Alter! Was war das denn, ey? Okay. Never mind. Der hat keine Items. So, hier war irgendwo jemand auf 70. Ah, ich glaube da hinten, wa? Wenn wir hier. Nee, hä? Irgendwo war hier jemand auf 70 und der kam auf mich zu. Da hinten? Was? Hä? Ah! Ich weiß, glaube ich, wo. Da! Genau hier. Aber wo? Wo genau? Hier hinter.
Ja, hier. Es ist Wolverine. Ah, Wolverine. Diesmal als weibliche Form. Okay, krass. Eine weibliche Wolverine. Yes, und die hat Items. Seht ihr das? Haben wir endlich mal die erste... Oh, oh, da ist gerade wieder meine... mein Ding hier unten kaputt gegangen. Augenblick. Ja, mein Schreibtisch. Ihr wisst es. So. Naja. Die ersten Items, die ersten vernünftigen Items, die wir hier mit Tatsumaru kriegen. Ja, scheiße. Ich bin jetzt gerade hier durchgegangen, weil durch diesen Zwischenfall hier ist meine Konzentration jetzt ein bisschen geschwächt. Aber, ja, keine Ahnung. Wir müssen hier, glaube ich, auch alle Gegner killen. Also bei Tatsumaru ist, glaube ich, die Hauptmission immer alle Gegner killen. Scheiß drauf, wen, Hauptsache alle Gegner killen. Ich glaube, das ist so... Kagami ist ein bisschen sadistisch veranlagt. So, da. Ah, ich glaube, die Typen haben nichts, aber die Frauen, die haben Items. Ja, genau. Zack. So. Hast du was? Ja, du hast gar nichts, okay. So. Wo ist denn der? Hallo? Ah, da. Okay. Upsala. So, da. Ja, die gehen schon so verkrüppelt irgendwie, ne? So, komm schon. Yes. So, also die... Ah, die Opas haben auch Items. Sehr cool. Dann... Lass mich raten. Da oben, ja. Ich habe schon diesen grünen... Ah, nein! Scheiße. So kann man natürlich auch Items verschwenden, ne? Ja. Ich habe doch eben diesen grünen Schimmer gesehen. So, Opi. Jo. Hi. Du siehst toll aus. Nein, was? Hey. Wer? Was? Ach, da ist schon die nächste. Okay. Alles klar. Wolverine-Frau. Ah, Wolverine in der weiblichen Form. So. So. Ah, der Sprung, der... Ich weiß nicht, wie der geht. Keine Ahnung. So, lauf! Yes! Oh, das war knapp. Aber die hat auch keine Items. Also ich glaube, diese Items hier, die sind selten auf jeden Fall. Aber es gibt welche. Das ist doch schon mal sehr hilfreich. So, ja. Ja, wie gesagt, wir sind hier wieder im Ininja-Dorf. Auf der ersten Karte, die wir vor 3 Wochen mit Rikimaru angefangen haben zu spielen. Und ja, genau. Wir killen jetzt die Freunde der Azumas. Was ich persönlich nicht so doll finde, aber... Ja. Nein, ich muss wieder runter. Mann, das ist blöd. So. Hey, geh da hoch jetzt. So, dann. Lauf! Boah! Der hat sich wieder rumgedreht, ey. Ah, Schuriken, danke. Nein, guck mal da hinten rüber. Das hat mich gerade auf eine Idee gebracht. Ja! Da ist es. Da ist es dahin mit dir. Hallo. Ah! Da unten ist noch eine Wolverine-Frau. Zack. Yo! Das sieht doch geil aus. Ja. Auch wieder ein Item, Keltrops. Sehr gut. Wo ist die Wolverine-Frau? Da ist die Wolverine. Ah, nee. Das ist eine andere. Ah, es gibt also nicht nur Wolverine-Frauen, sondern auch Schwertkämpfer-Frauen. Alles klar. Die sieht so aus wie Ayame, so ein bisschen von hinten. Aber die ist jetzt auch tot. Yes, Alter. Eine Bombe und ein Schuriken. Das ist doch mal sehr nice hier. So. Hier die nochmal das Schuriken aufgesammelt. So, Sekunden. Ich muss mir gerade kratzen. So. Ah. So jetzt.
Ja, wenn ich hier durchs Feuer laufe, da passiert nichts. Hallo? Was? Wo? Ah, in die Richtung? Ja, da vorne. Alles klar. Oh, sehr schön. Gut, er hat mich nicht entdeckt. Also ich wurde bis jetzt nur einmal entdeckt. Es kann sein, dass das reicht für Großmeister. Hä? So, Kill von der Seite. Und hau ihn weg. Das sah geil aus, ey. So, ja. Ich glaube, hier habe ich jetzt alle. Ah, nein! Ah, jetzt haben die natürlich alles gehört. Hier ist klar. Ja, spring noch mal rum, ist okay. So. Ah, das war... Naja, egal. Nee, hier bin ich falsch. Ich muss noch... Hier nach rechts, genau. Ich muss noch hier nach rechts und dann hier nach links. Ah, in den Wald wahrscheinlich. Im Wald, ja, im Wald. Die Map kennen wir ja auch noch von Rikimaru und Ayame. Ich weiß noch, wie wir hier wie wir hier die ersten Schritte gemacht haben. Zack. Durchschneidender Erfolg. Oh! Und da fliegt er der Kopf weg. Ja, das ist auch mal ein Statement, ne? Geil. Auf jeden Fall. Da fliegt der Kopf auf einmal weg. Naja. So. Wo ist jetzt hier noch ein Gegner? Da. Wetten, der dreht sich jetzt rum, wenn ich... Nee, okay. Alles klar. So, perfekt. Ah, ja, sehr gut hier. Medizin. Okay. Dann muss ich nochmal gucken, wo ich noch nicht war. Hier rechts oben war ich noch nicht. Dann gehen wir da hoch und halte ich bitte da fest. Hier war ich noch nicht und hier ist direkt ein Gegner. Schaut mal. Schuriken. Schau mal dahin. Sehr gut. Hallo. Ah, ich wollte den Kill von oben machen, aber das ging nicht. Na, egal. Ah, der hat nix. Mein Schuriken erstmal wieder aufheben hier so. Ah, das war doch bis jetzt sehr gut. Ey, nur einmal entdeckt worden. Aber ich muss irgendwo noch hier... Irgendwo rennt hier noch einer rum. Das heißt, ich muss nochmal gucken. Nochmal gucken, wo hier jemand rumläuft. Hier ist aber alles leer. Oder muss ich hier irgendwo hin? Nee, ich glaube nicht, oder? Oder vielleicht muss ich auch zu Meister Ashir und sein Haus, ne? Das ist ja das hier. Glaube ich. Ah, nee, das war da oben. Stimmt. Ja, auch wenn ich jetzt da reinlaufe, das... Da reagiert mein Key nicht, das heißt, nee. Ich probiere mal, ob es hier ist. Ja! Ah, okay, alles klar. Ja, ich hab's gefunden. Cutscene. You! Katsumaru! So, my past has caught up with me. Since I killed your father, perhaps it is my karma to die at your hands, Tatsumaru. And perhaps not. I may be old, but I can still fight. Oh, Meister Shiunsai. Ah, alle... Oh, ist das krass. Oh, ist das krass. Oh Gott, ich glaube, ich mache hier mal ein Safe State. Weil das wird heftig. Das wird heftig. Oh je, oh je. Der hat nämlich Gasbombe und ich nicht. Oh, shit. Ja, ich wusste es. Oh. Oh, das wird krass. Oh Gott. Oh Gott. Zum Glück habe ich die Granaten gekriegt, ey. So. Wo bist du? Da bist du, alter Mann. So. Oi, oi, oi. So. Ah! Shit. Oh, komm schon. Caltrops. Und die ganzen Schuriken hier.
zack, zack. Hä? Seit wann können die Schuriken abwehren? Ja gut, das ist halt Meister Shion sein, ne? So, zack, 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 zack. Ah! Ey, Opa. Ah! Ah! Oh, das musste ich doch mal laden. Scheiße. Oh, ey. Das ist heftig. So. Ah! Ah! So, komm. Kick it! Ah! Ja, gegen meinen alten Meister kämpfen. Das ist natürlich jetzt... Das ist jetzt eine... Ah! Das ist jetzt eine Nummer, klar. Oh, schmeiß die Keltrops, los. Oh. Ah, nicht selber reinlaufen. Oh, ich habe aber echt ein Talent dafür. Und? Nimm den Explosionspfeil. So. Und zack. So. Und? Und zack. Hä? Okay, Schuriken. Und zack. Da hab ich dich. So. Puh. Puh. Okay, das war krass. Gut. Es tut mir leid. Ja, aber... Was soll ich da? Es blieb mir nichts anderes übrig. Ja. Oh. Who is this old man? Does he really know me? I don't remember him, but I feel like I just lost someone vitally important to me. Master! Tsumaru, you have betrayed your clan and your family. You will die. Was? Boah, nicht noch gegen Rikimaru, ey. Ah, nee. Oh, Gott sei Dank, ich dachte schon. Das wäre zu heftig gewesen. Tsumaru, prepare to die. What's wrong with you? Do it. I can't. Zack. Yeah. Mies. Never start a fight you're not prepared to finish, boy. You! Seiru, we're leaving. Yes. You're not going anywhere. Butz. Your anger betrays you. You cannot conquer me if you cannot conquer your feelings. You didn't kill Seiru, so I will spare you. Listen carefully, Rikimaru. A new day is dawning. Conquer your emotions, attain selflessness, and then we'll let you join us. Ah, oh, krass. Ich hoffe, man sieht jetzt die Statistik gleich. Ui. We can rest here for a minute. Don't worry about me. I'll be all right. Why would I worry about you, you big lug? All the same, you'd better let me see that wound. Oh Gott, das sieht nach irgendwas anderem aus, aber egal. Naja, Entschuldigung. Seiru. Remember who you work for. You are only allowed to die when it serves me. So don't go getting yourself killed without my permission. And what is
so funny. I'll get to work on that, dying in a way that serves you. Make sure you do that. I forbid you to die under any other circumstances. Kriege ich jetzt bald mal eine Statistik zu sehen? Vom letzten Level? Naja. Tatsumaru! What a stubborn little girl. When you arrive in hell, let everyone know Lady Kagame sent you. So you're Kagami, the one with the drooling idiot followers. How did you add Tatsumaru to your pack of losers? You insolent brat! I will skin you alive! What are you doing? You let her provoke you. Forgot the dream. I will handle her. No, she's just a child. She cannot provoke me. You're right. I lost control. Shamed myself. You deal with her. But be careful. Remember your wound. Come home to me safely, Sairu. Tatsumaru, did you kill Master Shiunsai? Tell me it's not true. That old man was your teacher? He was your teacher too. He was like a father to us. Have you really forgotten everything? Can't you remember any of it? All that time we spent together, it wasn't real? Is that what you're saying, Tatsu? When I grow up, I'm gonna marry you, Tatsu. And we're gonna live happily ever after, under a big, beautiful cherry tree. Tatsu. Ayame. Your name is Ayame. You remember! Tatsu! Maru! Ayame, you must forget about me. Tatsumaru is dead. There is only Seiru now. But you got your memory back. It can be like it was again. No, it can't. Why? Why? Because that's the way it is. If we meet again, I will kill you. Sairu, have you taken care of that annoying girl? Yes. I... What? Nothing. Oh, Schlag auf Schlag. The most powerful warship in history. Finally, my dream becomes real. A world ruled by ninja. Exactly. We'll no longer be forced to hide in the night like thieves. We will decide how we live and how we die. Lady Kagami! Stop shouting! I'm talking to Seiru. I'm sorry, Lady Kagami. What do you want? There is an intruder in the cave. Probably an Azuma ninja. Great. That's all we need. Listen up. We're moving the schedule forward. Prepare to launch the ship immediately. Our first target? Goda Castle. Yes, my lady. Seiru. Do you know why we're going to destroy Goda Castle? Our sole purpose in life has been to serve in the endless war between Toda and Goda. But now, Toda is gone. Goda is the only thing standing between us and freedom. If we are ever to cast off the chains that have shackled our spirits for generations, then Goda must be destroyed, no matter what the cost. Now come on, it's time to board the Fire Demon. We stand at the dawn of a new era. Krass. 10 Minuten Cutscenes. Geil. Okay. Das mag ich.
Und natürlich sehe ich wieder diese Kackstatistik nicht. Och Mann, das ist doch blöd. Aber die werde ich beim nächsten Mal anschauen. Weil, ja, ich will doch jetzt mal langsam wissen, ist das nächste Level jetzt das letzte Level oder ist das jetzt das vorletzte? Weil das geht doch auf Finale zu, ne? Wenn ich die Cutscenes so beurteilen kann. Na genau, Akt 3 Einsamkeit. Mhm. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir jetzt 10 Minuten lang Cutscenes sehen. Das ist aber cool. Ah ja, nee, ist noch nicht Goda das letzte. Fights with more courage than I expected, but he cannot defeat the fire demon. Goda Castle will be ours. Rikimaru and Ayame will be here soon. I will hold them off as long as I can. What was that? Rikimaru? Ayame? How do you know? Oh, your memory has returned. Then why did you come back? A ninja seeks a place to die. And though your methods are wrong, this is mine. Why here? Because your dream is worth dying for. Oh. I had no tears before I met you. I never knew joy either. You are my heart, and I love you. Der finale Sonnenaufgang. Oder morgen. Der finale Morgen. Okay. Ich glaube, das ist wirklich das letzte Level jetzt, was jetzt kommt. Genau. Jawohl. Oh, sehr viel passiert jetzt gerade. Also die Cutscenes, ich glaube, 80% haben wir schon gesehen. Aber dass wir jetzt hier wirklich 10 Minuten Cutscenes kriegen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist cool. Ja. Spiegelt so ein bisschen die Story auch wieder, ne? Wie gesagt, wie Ayame da mit Tatsumaru geredet hat, wie er sich dann erinnern konnte und ja, wie er Ayame am Leben gelassen hat und so weiter und abgehauen ist zu Kagami und jetzt sind die halt hier auf dem Schiff angekommen und sind wieder bei Fürst Todas Schloss. Ah, Fürst Godas Schloss, Entschuldigung. Fürst Godas Schloss und ja, jetzt kommt dann halt die letzte Schlacht aus Tatsumarus Sichtweise, genau. Und wie das endet, da bin ich doch sehr gespannt, weil Tatsumaru stirbt ja am Ende, ne? Ja, genau, aber das würde ich sagen, es war eine sehr ereignisreiche Folge diesmal. Würde ich sagen, ja, schneide ich jetzt erstmal zusammen. Ich weiß nicht, ob der Part heute noch hochkommt, weil es ist jetzt doch, war jetzt doch eine längere Folge. Aber ich probiere es, dass es heute Abend so um 8, 9 Uhr, dass was hochkommt. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Und genau, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Und dann bis morgen, ne? Ciao, ciao.